So, und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Gaming. Martin ist mein Name, Limbo Teil Nummer 6 steht an. Möglicherweise der letzte Teil, da das Spiel, wie wir vermutlich alle wissen, nicht sehr groß ist. Und da haben wir doch, also ich zumindest habe gerade ein Geräusch gehört. War das die Leiter? Naja, wir haben die Sache mit der Schwerkraft hier hinter uns gebracht. Oder auch nicht. So wie das hier gerade aussieht. Ein Magnet oder ein U. Das scheint wohl ein Magnet zu sein. Mit den Strichen darüber. Und dann schauen wir mal, was wir hier heute alles so bewegen. Dich aktiviere ich auch, ja. Okay. Okay. Du bleibst da oben. Alles klar. Dann können wir hier hoch. Ja, das war ja eigentlich recht easy. Ach so, verstehe. Okay. Damit hat sich die offenbare Schwierigkeit dieses Levelabschnittes offenbart. Gut, da können wir nicht stehen bleiben, da werden wir eindeutig zerquetscht. Wir müssen den Rechten irgendwie runterkriegen. Die Frage an dieser Stelle ist, wie? Ist das hier ein Seil, an dem wir uns hochhangeln können? Nein, das sieht nur so aus. Das ist nur ein Kabel. Na komm, leg den um. Der wird wohl nicht umsonst da unten sein. Wir werden das umlegen müssen. So. Und jetzt. Du stellst dich an. Von hier unten, von hier oben, von hier unten, so ein Quatsch. Von hier oben können wir den Schalter nicht irgendwie umlegen. Mit dem Kabel können wir nichts anfangen. Jetzt bräuchten wir hier so einen Walljump. Das würde ja sogar ich hinkriegen. Tja, wenn du hier nur ein bisschen nach links versetzt wärst, wäre das alles schon kein so großes Problem mehr. Okay, eine kleine Spielerei. Stehe ich hier jetzt tatsächlich auf dem Schlauch mal wieder. Was ist denn mit dem Magneten hier? Sollte der die jetzt nicht eigentlich hochziehen? Oder ist er dafür zu schwach? Oder wirkt er auch unten? Das wäre ja jetzt die Frage, die hier zu stellen ist. Nein, wirkt leider nicht unten.
So kommen wir da auch nicht ran. Wo kommen wir denn her? Können wir irgendwas mitnehmen? Nein. Da ist nichts. Da ist nichts. Also ich habe diesen Magneten. Und wenn ich den ausmache, na, dann fallen sie halt runter, sobald die Schwerkraftsache da abgeschaltet ist. Lasse ich ihn an, bleiben sie oben. Und ich kann immer nur beide beeinflussen, nicht aber nur einen, was eigentlich das Ziel wäre. Mit dem Kabel kann ich nichts anfangen. Und dann wäre ich eigentlich schon auch am Ende mit meiner Analyse. Okay, ich stelle fest, Moment, die sind unterschiedlich groß und unterschiedlich, oder möglicherweise gleich groß, aber unterschiedlich höhenpositioniert. Wenn ich das hier gut time, dann müsste der unten sein. Jawohl, nice. Ah, da muss man schon ein wenig genauer hinschauen. Ein bisschen um die Ecke denken. Und dann ist das schon kein Problem mehr, Leute. Super. Super. Und hier haben wir... Okay. Glücklicherweise keine Riesenbiene oder irgendwas in der Art. Angehört hat es sich schon mal so. Okay, dann ist es hier wieder eine Frage des Timings. Nein! Das war doch ein wenig zu knapp. Ach ja, das Leben und seine Schwierigkeiten. Aber wir sind hier, wie wir wissen, in Limbo. Da ist man ja nur Seele. Da ist es alles kein Ding mehr. Ah, du bist wieder zu weit entfernt. So. 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 Wunderbar. Okay. Das ist eine sehr unfaire Sache hier. Ich unterstelle einfach mal, dass man beim Bauen dessen geschlafen hat. Nanu? Hä? War da nicht ein Pfeil, der mir gezeigt hat, dass es da lang geht? Oder ist es ein Schalter? So wie die anderen leuchtenden oder nicht leuchtenden Sachen? Tatsächlich. Oh Mann, lauf. Okay, danke. Leicht in Panik versetzt. Leicht in Panik versetzt. Ich hier war. Ach, verdammt. Okay, wir können tatsächlich bei zu großer Fallhöhe draufgehen. Das glaube ich bisher noch nicht passiert. Ach Mann, hey. Warum erreiche ich denn den Schalter nicht, Mensch? Ich springe doch. Zumindest drücke ich die Taste. Also noch einmal. Junge. Was machst du da? So. Jetzt oder nie. Okay. Dann also nochmal. Jetzt oder nie scheint hier keine Option.
Sag mal. Dann springen wir eben, während die Dinger noch leuchten. Immerhin. Plötzlich so ruhig. Wunderbar. Oh Leute, muss ich hier jetzt wirklich das Haar entlang springen? Das ist doch nur eine Einladung zum Draufgehen. Ah. Immerhin auf Anhieb geklappt. Was ist das hier? Ist das das U oder wie? Na, oben werden wir wohl nicht entlang können. Also eben hier unten. Dreht sich das? Nein, dreht sich nicht. Gut, dann müssen wir hier einfach runter. Das sind auf jeden Fall größere Buchstaben als beim letzten Hotel. Wäre das auch geschafft? Hier haben wir... Warum hältst du dich denn nicht fest, Mensch? Ich wollte doch nur schauen, ob da unten eventuell noch was ist. So wollte ich das jetzt nicht unbedingt rausfinden, aber okay. Dann also wieder im Sprung. Meine Güte, was hier alles bewegt wird. Und das ist natürlich wieder eine Timing-Sache. Also, noch einmal von vorne. Wir haben sogar eine Anzeige. Das wird gerade sehr knapp. Nein, das wird zu knapp. Okay. Dann ist Tempo hier nicht alles. Müssen die Kiste auf jeden Fall rechtzeitig darüber schaffen. Ist aber immer noch die Frage, wie es weitergeht. Oh. Oh, immerhin liegen wir ganz bequem da im Eck. Dann vielleicht ohne das drüber Gesprenge. Mann, Scheiße. Mir erschließt sich noch nicht ganz, wie es weitergeht, wenn man tatsächlich da drüben ankommt. Dann fällt mir im Grunde auch runter. Ich glaube, das ist nur ein Teil der Lösung. Ich hatte gerade gedacht, ich könnte die Kiste hier rüberziehen. Auch wenn ich nicht weiß, wozu. Hier hinten ist nichts mehr. Du machst auch nichts, oder? Ja, also die Rätsel, die werden hier jetzt gerade... Oder die Denkspiele. Die werden hier jetzt gerade doch ein wenig anspruchsvoller. Es lohnt einfach nicht, den darüber zu ziehen. Ja, verdammt. Kiste, was soll ich machen? Hilf mir. Sag mir mal, was hier zu tun ist. Du machst das doch bestimmt nicht zum ersten Mal. So vielleicht. Nein. Also die kriege ich da nicht rüber. Gut, dann lasse ich das halt sein. Vielleicht bringt es was, wenn wir
hier irgendwie hochfallen? Oh, sieh an. Da ist tatsächlich etwas. Ja, muss man wieder ein wenig über den Tellerrand schauen. So. Jetzt also nochmal. Ja, sage mal. Die Zeit ist aber schon sehr knapp bemessen. Hier ist nichts. Oder bin ich hier nur gerade wirklich langsam? Oh Mann, Kiste. Nein, jetzt hast du es nicht geschafft, ey. Diesmal saß du nicht so unbequem da, ne? Diesmal wurde es ungemütlich. Gut, dann, die Kiste ist mir hier ein Hindernis. Ein Dorn im Auge. So. Komm, schneller. Und jetzt ziehen. Okay, das hat sich ja... Ach, sieh an, ist sogar ein Achievement, das ich noch gar nicht eingesammelt hatte, Aufstieg. Das hat sich ja verdammt gelohnt. Wobei sich mir gerade eine weitere Option erschließt, denn wir haben die Kiste ja schon ein Stück rüber geschafft. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung, dass wir die erst gar nicht... Oh Mann. Nein! Oh, rüberschieben müssen. Sondern vorhinein. Rüberschieben und dann den Hebel noch einmal umlegen. Umlegen und das Ganze hier etwas beschleunigen können. Ist aber schon wirklich knapp, hey. Boah, das war auch knapp. Hart am Limit, sage ich euch. So. Beinahe erschlagen. Er kann es kaum erwarten. So, und hoch mit dir. Ey, das ist alles wieder so knapp hier. Nein, du hast den Schalter nicht erreicht. Junge, boah. Was machst du für Sachen, Mensch? Also, dann eben noch einmal. Ja, war es vorher eher so, dass die... Umsetzung... Okay, gut. Wir wissen ja, was das bedeutet. War es vorher so, dass die Umsetzung... das Problem war und das Finden der Lösung weniger. So, jetzt bist du drüber hinausgesprungen, ja? So ist es nun der Fall, wie im Leben meist, dass aus einem Problem zwei wurden und beides wurde zum Problem. So zumindest mein Empfinden. Man muss jetzt schon ein wenig mehr nachdenken als vorher. Ist alles nicht mehr nur eine Timing-Frage. So, jetzt schiebt das Ding. Hoch mit dir. Und jetzt runter. Ich habe die Taste gedrückt. Er legt den Schalter einfach nicht um, Leute. Ich hoffe, das ist ein Schalter. Ich gehe mal schwer davon aus.
Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier macht das auf Anhieb. So. So. Also ich werde diesmal noch mals bewusst darauf achten. Oh Mann, das wird knapp. Zu knapp. Nein. So, sehr gut. Hat funktioniert. Gleich weg hier, sonst fällt noch irgendwas auf uns. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? Okay. Das funktioniert so nicht. Meine Güte, hey, da hat ja die Wirbelsäule rausgeguckt. Okay, fällt da irgendwas runter? Nein. Alles klar. Wir werden den Magneten da hinten aktivieren müssen. Obwohl, er ist wohl schon aktiviert. Das heißt. Und hüpf. Ah, das war zu knapp. Ist ganz gut gemacht, wie hier die Tonkulisse, die Geräuschkulisse, einen guten Anhaltspunkt liefert zum Springen. Denn da links ist es ja mittlerweile zu unscharf. Okay, das war zu spät. Nein, das ist wieder zu spät. Ah, jetzt dachte ich schon, wir wurden hier verarscht. Oh Mann, verdammt. Ja. Da war ich ein wenig in der Bredouille. Da habe ich mich vom Ton doch irritieren lassen. Aber okay. Das soll uns hier nicht aufhalten. Und hüpf. Sehr schön. Okay, wir müssen hier tatsächlich durchrennen. Also, die Zeit steht dafür zur Verfügung. Hui. Und selbst das Blut zieht nach. Also auch hier wieder. Eine Frage des Timings. Okay. Ist ja ganz schön, was man mit den gegebenen. Oh, meine Güte. Dachte ich, hätte einen Moment Ruhe. Was man mit den gegebenen Möglichkeiten sich so alles ausdenkt. Also drüber springen können wir nicht. Möglicherweise müssen wir hier reinspringen. Tatsächlich. So, hoch oder runter? Offenbar runter. Oder oben ist möglicherweise noch was. Tatsächlich. Dann gucken wir erst einmal unten. Und die Musik klingt hier gerade so. Danke. Wieder nicht dran gedacht. Ich dachte, man könnte da eventuell entlang, aber dem scheint nicht so. Dann stellen wir uns doch schon hier unten hin.
Okay. Das war zu weit links. Oder wir waren zu schnell. Ah, das ist alles ein wenig verwirrend von der Steuerung her. Also mal Pfeil nach oben, mal Pfeil nach unten. Mir ist gerade unklar, wo wir lang müssen. Ob jetzt da oben oder hier unten irgendwie. Also gut. Und gesprungen. Naja, damit hat er sich geklärt, wo lang wir müssen. Gut, dann werden wir da wohl noch einmal um eine weitere Ecke denken müssen. Wir springen hier jetzt rein und treffen leider nicht den Schalter. Und Schalter. Oh, ist das euer Ernst? Okay, also mehr Schwung. Dann gleich hier runter gesprungen. Aber eigentlich ganz nice. Okay, das war eine Glasscheibe, durch die wir da geflogen sind. Können wir aufstehen? Ah, öffnet die Augen. Das erinnert doch stark an den Anfang. Okay, schauen wir uns das mit der Glasscheibe hier nochmal genauer an. Die offenbar nicht mehr vorhanden ist. Sieh an. Das scheint wohl unsere Schwester zu sein. Ich kann mich nicht bewegen. Tja, und da wären wir wohl auch schon am Ende des Spiels. Haben wir unsere Schwester tatsächlich gefunden. Aber warum sie genau dort ist, oder wie wir dorthin gekommen sind, da wir uns ja auf die Suche nach ihr begeben haben, das haben wir leider nicht in Erfahrung bringen können. Ist, wie schon in der ersten Folge erwähnt, ein Spiel, wo es keine Vorgeschichte, keine Nachgeschichte, kein konkretes Ende, keine wirklichen Gründe gibt, außer den
ebenso in der ersten Folge genannten Satz. Das ist im Grunde alles, was es zum Spiel gibt. Und dann natürlich das Spiel an sich, welches ich ja eigentlich ganz nett finde. Mit den Rätseln oder mit den Denkspielen, naja, mit den Gameplay-Elementen, die wir gerade zu Ende hin in größerer Varianz gesehen haben. Die Sache mit dem, mit der Schwerkraft, mit der Dunkelheit, mit den Magneten, das waren ja nochmal interessante Features. Vielleicht hätte man da ein wenig mehr draus machen können. Vielleicht ist es aber auch ganz geschickt, dass sie erst am Ende kamen. Da kann man sich ja drüber streiten, ob die Spiellänge hier ausreichend war oder nicht unter Umständen. Ausreichend. Ein Wortspiel hier am Rande. Möglicherweise wäre es dann auf Dauer doch zu viel geworden, wenn man sich jetzt noch mit etlichen Magneträtseln abgeplagt hätte. Dann wäre bestimmt nur der Gedanke aufgekommen, ja, was kommt als nächstes und was kommt als nächstes, anstatt sich mit dem Gegebenen zufriedenzustellen. Auf jeden Fall haben wir unser Ziel erreicht, wir haben die Schwester gefunden. Und damit haben wir auch ein weiteres durchgenudelt. Limbo, meine Damen und Herren, war das. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Projekt. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Lassen wir uns überraschen, was das wird. Bis auf dann.